Der Meinige hatte sich wieder mal in den Kopf gesetzt, mich zu ärgern. Als ich heute vor unserer Waldhütte saß, wo wir den Sommer verbringen, streckte er eine seiner Vorderpfoten nach mir aus und rief: Hoppla, Schnur! Hoppla, hoppla! Wenn er das sagt, beginne ich immer wütend zu knurren. Ich mache einen Buckel und springe nach seiner Hand. Aber im letzten Augenblick weicht er aus und ich falle auf alle Viere. Dann streckt er die Hand immer höher und ich bekomme immer größere Wut und mache von Mal zu Mal größere Luftsprünge. Aber heute habe ich ihn erwischt. Ich war schon ganz müde gesprungen und bekam kaum noch Luft. Er hingegen setzte mir immer wieder zu. Hoppla, Schnurr! Hoppla, hopp! Ich hatte eine Mordswut im Leib, ließ sie mir aber nicht anmerken. Plötzlich bin ich dann losgesprungen und schon hing ich mit Zähnen und Krallen an seinem Arm. Und er fand das noch spaßig und rief: Ausgezeichnet, mein Lieber, was bist du doch für ein toller Bursche. Du bist ja der reinste Rekordspringer. Er lobte mich sehr und tätschelte mir das Fell. Dann trug er mich hinter die Hütte und legte mich auf der Wiese an einer warmen Stelle ins Gras. Ich war so müde, dass ich nichts dagegen hatte, dass er mich endlich in Ruhe ließ. Wie ich aber so dalag und vor mich hindöste, begann vor meiner Nase mit einem Mal ein schwarzer Erdhügel aus dem Boden zu wachsen. Nanu, was bedeutete das? Während ich zuschaute, wuchs der Erdhaufen immer höher empor. Als ich aber ein bisschen daran scharrte, hörte er sofort auf zu wachsen und plötzlich begann er zu sprechen. Du wartest umsonst, ich komme nicht heraus. Aber du bist doch schon ein ganzes Stück draußen, erwiderte ich. Aus der Tiefe des Hügels ließ sich ein spöttisches Lachen vernehmen. Du scheinst ganz schön dumm zu sein. Was du dort draußen siehst, ist doch bloß Erde aus meinem Gang. Ich bin nämlich heute hier unten beim Aufräumen. Ich scharrte ein wenig an dem Hügel und die Stimme sagte: Wenn du weiter schaust, laufe ich weg. Ich kann nämlich unter der Erde schneller laufen als du oben. Du weißt, wer ich bin? Fragte ich. Unter dem Erdhaufen wurde ein Schnüffeln hörbar und die Stimme sagte: Du bist kein Hund und du bist kein Fuchs, also wirst du wohl eine Katze sein. Ich bin aber keine Katze, ich bin ein Kater und heiße Schnurr. Ja, ja, das kann stimmen. Und was tust du dort unter der Erde? Ich gehe auf die Jagd. Was soll ich sonst tun? Wenn du aber dort unten nichts siehst? Dafür habe ich eine ausgezeichnete Nase. Damit wittere ich in meinen Gängen jeden Regenwurm schon von Weitem. Was ist das nun wieder, ein Regenwurm? Wenn du keine Regenwürmer kennst, dann weißt du nicht, was ein Leckerbissen ist. Niam, 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 niam. Du musst wissen, dass die Regenwürmer jeden Abend auf die Weide gehen. Dann kriechen sie durch meine Gänge und ich habe Arbeit jede Menge, wenn ich sie alle fangen will. Aber es macht sich bezahlt. Du musst dir einen Regenwurm genauso vorstellen wie eine Schlange, nur sehr viel kleiner und vollkommen harmlos. Außerdem haben Regenwürmer keine Augen, weil sie keine brauchen. Sie können nämlich mit dem ganzen Körper sehen. Über diese letzte Behauptung des Unterirdischen staunte ich sehr und ich hätte ihn gern noch weiter darüber befragt. Aber da fing er plötzlich zu schmatzen an und sagte: Ich wittere in meinem Gang hinter der nächsten Ecke einen fetten Regenwurm. Das ist um diese Zeit eine große Seltenheit, so wahr ich ein Maulwurf bin. Unter dem Erdhaufen wurde es still und ich blieb oben allein zurück. Schade, dass sich mir der Unterirdische nicht gezeigt hat. Jetzt kann ich mir noch so lange den Kopf darüber zerbrechen, wie solch ein Maulwurf wohl aussieht. Ich erfahre es doch nicht.
Der dort, der Gelbe. Bei Einbruch der Dunkelheit beschloss ich, die Regenwürmer beim Weiden zu beobachten. Leider hatte mir der Maulwurf nicht verraten, wo sie sich dabei aufhielten. So blieb mir nichts weiter übrig, als die ganze Wiese nach ihnen abzusuchen. Aber obwohl ich aufmerksam lauschte und umherblickte, konnte ich keinen einzigen dieser Regenwürmer finden. Ich lief immer zu kreuz und quer durch die Wiese und war schon ganz nass vom Tau, aber es klappte nicht. Plötzlich packte mich jemand sehr unsanft an der Gurgel und warf mich auf den Rücken. Ich sah über mir einen großen, dottergelben Katerkopf mit funkelnden, gelben Augen. Ein fremder Kater hatte mich überfallen. Sofort fing ich an, mit den Hinterpfoten um mich zu schlagen. Der fremde Kater ließ von mir ab und pustete die Haare weg, die er mir herausgerissen hatte. Dann setzte er sich mir gegenüber ins Gras und sagte: Du schlägst dich nicht schlecht, Kleiner. Aus dir kann noch mal was werden. Ich sah, dass er mächtig stark war und hielt es für angebracht, ihn nicht zu reizen. Deshalb fragte ich höflich: Du bist von hier? Klar. Aber weshalb lässt du dich tagsüber nie hier sehen? Du kommst wohl bloß nachts hierher. Klar. Und was tust du hier? Du wohnst in der Hütte, nicht wahr? Vielleicht komme ich mal und gehe euch in der Speisekammer über den Rahm. Diese Rede flößte mir ein Schrecken ein. Aber der Dottergelbe beruhigte mich und sagte: Das hier ist nicht mein Jagdgebiet. Ich kenne eine große Hütte hinter dem Wald, wo es Hühner und Gänse und kleine Küken gibt. Von denen will ich mir heute Nacht ein paar holen. Sieh mal an, sagte ich. Du stiehlst also den Leuten hinter dem Wald die Küken weg? Klar, sagte der Dottergelbe und grinste. Und sie hindern dich nicht daran? Der Dottergelbe erzählte mir, wie ihn einmal ein Mensch bei der Hühnerjagd überrascht hat. Da hat er mit einem hohlen Steck nach mir gezielt und plötzlich hat es geblitzt und gekracht. Ich kann dir sagen, das hat vielleicht wehgetan. Unser Eins kann sich vor den Menschen gar nicht genug in Acht nehmen. Die Menschen sind deine Feinde, Dottergelber? Klar. Und du bist ein Feind der Menschen? Auch klar. Und wer ist dein Freund? Niemand. Du hast überhaupt niemanden, den du gern hast? Der Dottergelbe ließ seine scharfen Krallen sehen. Ich hab Küken gern. Und was dich betrifft, Kleiner, so würde ich dir raten, dass du mir nie ins Gehege kommst. Am besten, du hältst dich aus meinem Jagdgebiet raus, sonst mache ich kurzen Prozess mit dir. Weißt du was, Dottergelber? Du bist ein Raufbold und kannst mir gestohlen bleiben. Da wurde der Dottergelbe böse und schickte sich an, über mich herzufallen. Auch ich bekam große Lust zu kämpfen. Aber ausgerechnet jetzt knarrte die Tür unserer Hütte und mein Zweibeiner trat heraus. Der Dottergelbe duckte sich zur Erde und verschwand wie eine Schlange im hohen Gras. Der Meinige blickte mich an und wunderte sich über mein gesträubtes Fell. Er konnte sich nicht erklären, weshalb ich so angriffslustig knurrte und fauchte. Kiki. Heute ging der Meinige mit mir spazieren. Nach einer Weile schlugen wir einen Fußweg ein, der später auf einen großen, breiten Weg mündet, den ich gar nicht besonders gern habe. Dort sausen ständig mit großer Geschwindigkeit und abscheulichem Krach viele junge und alte Omnibusse vorbei, vor denen man sich schrecklich in Acht nehmen muss, damit man nicht überfahren wird. Ich knurrte unwillig, als wir diesen Weg einschlugen.
aber ein Ärger kommt selten allein. Plötzlich entdeckte ich nämlich in einiger Entfernung etwas, wovor ich mich am meisten fürchte. Einen Haufen kleiner Menschen. Man nennt sie Kinder, soviel ich weiß. Die Kinder, die uns hier entgegenkamen, waren nicht mehr ganz klein. Es waren Buben von mittlerer Größe. Sie machten ein Mordsgeschrei und plötzlich hörte ich mitten in dem Lärm, den sie vollführten, ein dünnes, verzweifeltes Stimmchen um Hilfe rufen. Ein Katzenstimmchen? Ich blickte den Meinigen an und der Meinige blickte mich an. Dann rannten wir wie auf Kommando zu den Menschenjungen hin. Mein Mensch voller Zorn und ich voller Angst. Einer der Buben hielt ein Kätzchen in den Armen, das schrecklich jammerte. Die anderen wollten es ihm entreißen. Als sie den Meinigen kommen sahen, erschraken sie. Das Kätzchen entwischte ihnen und rannte zu mir. Die Buben kamen hinterhergerannt und wollten es wieder einfangen. Ich hatte eine furchtbare Angst, dass die Buben merken könnten, wie sehr ich mich vor ihnen fürchtete. Deshalb machte ich mein gefährlichstes Gesicht und zeigte ihnen mit zornigem Fauchen die Zähne. Da wichen die Buben ein Stück zurück. Der Meinige hob das Kätzchen vom Boden auf und wir gingen nach Hause. Die Kleine gehörte, genau wie ich, zur Familie der Siamkatzen. Das erkannte ich auf den ersten Blick an ihren himmelblauen Augen und ihrem silbergrauen Fell. In der Hütte angekommen, führte ich sie zu meinem Körbchen. Sie zitterte am ganzen Körper vor Angst und war ganz verheult. Ich leckte ihr die Tränen ab und dann fragte ich sie in der Katzensprache: Sag mal, wie heißt du eigentlich? Sie antwortete mit größter Mühe. Dieses Gestotter war alles, was sie hervorbrachte. Sie konnte nicht einmal richtig miauen. Immerzu ließ sie nur dieses verschreckte hören. Deshalb beschlossen mein Mensch und ich, sie Kiki zu nennen. Der Meinige goss Milch in mein Schüsselchen und ich lud Kiki ein. Bitte, bediene dich. Als sie ein wenig von der Milch geschnabbert hatte, kam sie etwas zu Kräften. Ich wedelte ihr mit dem Schwanz vor der Schnauze herum und sie versuchte ihn mit der Pfote zu hatschen. Das war ein gutes Zeichen. Hör mir mal zu, Kiki, sagte ich zu ihr. Von jetzt an brauchst du keine Angst mehr zu haben. Du bleibst nun für immer bei uns und da bist du in Sicherheit. Kiki schaute mich mit einem unbeschreiblich dummen Gesicht an. Sie schien eine Weile angestrengt nachzudenken und machte plötzlich ein Pfützchen. Aber Kiki, in der Hütte darf man das nicht. Kiki hörte mir gar nicht zu, sondern verzog sich gähnend in mein Körbchen. Dort rollte sie sich zusammen und schlief ein, ohne sich vorher gewaschen zu haben. Na, das konnte ja gut werden mit dieser Kiki. Gleich morgen wollte ich ihr zeigen, wohin man zu gehen hat, wenn man Pfützchen machen muss und wie man die Angelegenheit hinterher sauber zuschaut. Mit anderen Worten, ich musste sie von Grund auf zu einer anständigen Katze erziehen. Während ich mich im Körbchen dicht an sie herankuschelte, um sie zu wärmen, dachte ich darüber nach, womit Kiki am anderen Tag spielen sollte. Über diesen Gedanken schlief ich ein und begann sehr schön zu träumen. Kiki hat Mut. Mit Kiki haben wir nichts als Scherereien, mein Mensch und ich. Kiki stört uns auf Schritt und Tritt. Immerzu möchte sie spielen.
Und was mir besonders missfällt, immerzu möchte sie mit dem Meinigen herumschmusen. Auch wenn er gerade am Nachdenken ist. Und der Meinige, statt sie auf der Stelle hinauszuwerfen, weil sie ihn beim Nachdenken stört, streichelt er sie und scheint sehr zufrieden mit ihr zu sein. Selbst als Kiki ihn heute kratzte, dass ihm das rote Blut über den Kragen lief, nahm er ihr das nicht weiter übel. Er setzte sie behutsam auf den Fußboden und schenkte ihr eine Kugel aus zusammengeknülltem Papier zum Spielen. Offenbar war er gar nicht böse darüber, dass er nun einen Grund hatte, nicht weiter nachzudenken. Kurz und gut, die beiden unterhielten sich miteinander, als sei ich überhaupt nicht vorhanden. Kiki tat das mit voller Absicht. Das schmerzte mich tief. Ich begann laut zu miauen, um damit zu bekunden, dass ich hinausgelassen zu werden wünschte. Der Meinige öffnete mir die Tür, ohne mich sonderlich zu beachten. Dann spielte er seelenruhig mit Kiki weiter. Wütend rannte ich ins Freie und sagte mir, na, wartet, euch werd ich's zeigen. Ich lief an eine Stelle, von der ich weiß, dass es dort nur so von Mäusen wimmelt. Und dort begann ich zu jagen, aber richtig, nicht bloß zum Spaß. Und ich jagte und jagte, bis ich 7 Mäuse erbeutet hatte. Die legte ich alle vor unserer Hütte nieder und dann miaute ich ununterbrochen, bis der Meinige kam und mir öffnete. Kiki kam mit ihm an die Tür. Sie beachtete meine 7 Mäuse kaum. Sie fragte bloß schnippisch. Na und? Aber der Meinige lobte mich über den grünen Klee, wie gut ich aufpasse, damit ihm die Mäuse nicht Brot und Käse wegfressen. Er nahm mich auf den Arm und sagte mir viele ausgesprochen nette Dinge. Das versöhnte mich wieder mit ihm. Und dann gingen wir alle 3 gemeinsam zum Teich. Mein Mensch geht oft an den Teich zum Baden und ich begleite ihn. Am Ufer setze ich mich nieder und sehe zu, wie er im Wasser herumplanscht. Das Baden ist auch wieder solch eine seltsame Angewohnheit der Menschen. Sie jauchzen und schreien dabei wie nicht recht gescheit, besonders wenn mehrere Leute gleichzeitig im Wasser sind. Bald tauchen sie unter, bald spritzen sie sich gegenseitig voll und immerzu lachen sie und kreischen sie. Weiß der Kuckuck, was sie daran so ungeheuer spaßig finden? Was mich betrifft, so begleite ich meinen Zweibeiner immer nur bis ans Wasser. Dort bleibe ich sitzen und schaue ihm zu, wie er schwimmt. Wenn er genug hat und endlich ans Ufer steigt, müssen wir warten, bis er wieder trocken ist und dann gehen wir gemeinsam nach Hause. So haben wir das immer gehalten und so wäre es voraussichtlich auch geblieben, wenn wir diesmal unsere Kiki nicht mitgehabt hätten. Sie weicht dem Meinigen einfach keinen Schritt von der Seite. Als er dann ins Wasser sprang, begann Kiki verzweifelt zu jammern. Ich versuchte, sie zu beruhigen und sagte, du brauchst keine Angst zu haben, der kommt wieder raus. Lass uns hier auf ihn warten, Kiki. Doch Kiki hörte mir überhaupt nicht zu. Sie lief an den Rand des Teiches und jammerte herzzerreißend. Der Meinige rief ihr zu. Kikilein, willst du nicht zu mir kommen? Komm doch zu mir, Kiki. Kiki war drauf und dran, ihm zu folgen. Aber als sie sich die Tatze nass gemacht hatte, wich sie schleunig zurück und fing wieder zu jammern an. Dabei rannte sie aufgeregt am Ufer hin und her, je nachdem, wohin sich mein Mensch im Wasser gerade bewegte. Und er rief immer wieder. Komm nur, du wirst doch keine Angst haben. Mich hat er nicht gerufen. Na schön, sagte ich mir, ausgerechnet Kiki wird ja ins Wasser nachspringen, dass ich nicht lache. Dann tauchte der Meinige plötzlich unter und weg war er. Kiki brach in ein fürchterliches Geschrei aus. Als mein Zweibeiner kurz danach wieder auftauchte, ließ sie einen letzten verzweifelten Schrei hören und sprang ihm nach. Das Wasser schlug über ihr zusammen. Ich wurde vor Schreck ganz starr.
Aber zum Glück kamen Kikis Ohren gleich wieder zum Vorschein und ebenso ihre Kulleraugen, ihr gesträubter Schnurrbart und das Ende ihres Schwanzes. Stellt euch vor, Kiki schwamm zu meinem Menschen hinaus. Dem meinigen verschlug es die Sprache, nicht vor Schreck, sondern vor Freude. Sie schwammen aufeinander zu. Er schloss Kiki in die Arme und strahlte über das ganze Gesicht. Wenn ich es mit meinem Menschen nicht völlig verscherzen wollte, musste etwas geschehen, und zwar sofort. Seit ich damals zu nächtlicher Stunde in den Teich gefallen war, wusste ich ja, dass ich schwimmen konnte. Also überwand ich mich und stieg in die Fluten. Vorsicht, Vorsicht, damit ich kein Wasser in die Ohren bekam und mir den Schnurrbart nicht nass machte. Und dann schwamm ich, so gut ich es fertig brachte, auf Kiki und den meinigen zu. Das war eine tolle Sache. Mein Mensch hatte große Freude an mir. Er streckte mir beide Vorderpfoten entgegen und half mir auf seinen Rücken hinauf. Dort hockte auch Kiki bereits. Sie schüttelte heftig den Kopf und spukte und brustete. Als sei der meinige gar nicht vorhanden, sagte ich zur Kiki. Hast du aufgepasst, wie man richtig ins Wasser geht? Auch das will gelernt sein. Man muss das hübsch vorsichtig tun. Einfach hineinspringen darf man nicht. Als vernünftige Katze hält man die Schnauze schön nach oben und achtet besonders auf seine Ohren. Wenn du das nämlich getan hättest, brauchtest du dir jetzt nicht das Wasser herauszuschütteln. An meinem Menschen darfst du dir in dieser Beziehung kein Beispiel nehmen. Der hat keine so schönen Ohren wie wir. Denen schadet das Wasser nicht. Der meinige hat uns beide sehr gelobt. Und dann sind wir alle miteinander ans Ufer geschwommen. Er mit großem Geplätscher und Gekeuche und Geschnaufe. Und wir beiden, Kiki und ich, schön, leise und flink, wie es sich für Katzen gehört. Kiki hat also heute ihren Mut bewiesen. Das war sicherlich gut und schön. Ich habe bloß den Verdacht, dass sie uns damit eine dumme Geschichte eingebrockt hat. Bisher sind wir nämlich mit meinem... Naja, jetzt muss ich schon sagen, mit unserem Menschen nur spazieren gegangen. Von heute an werden wir mit ihm wohl auch schwimmen müssen. Und wenn das Schwimmen auch keine besondere Kunst ist, ein besonderes Vergnügen ist es für uns erst recht nicht. Ein gefährlicher Kampf. Vorige Woche bin ich zum letzten Mal mit dem Dottergelben zusammengetroffen. Nicht zusammengetroffen, sondern aneinander geraten. Seither weiß ich, dass er nie mehr zu unserer Hütte kommen wird. Es war bereits ziemlich dunkel und ich saß mit Kiki vor unserer Hütte. Als ich gerade dabei war, ihr klarzumachen, dass es sich für unser eines nicht schickt, grüne Heuschrecken zu jagen, raschelte plötzlich etwas im Gras. Und neugierig, wie Kiki nun einmal ist, lief sie nachsehen. Kurz darauf hörte ich sie vom Waldrand her um Hilfe rufen. Nichts Gutes ahnend, rannte ich ihrer Stimme nach. Und was musste ich sehen? Der Dottergelbe hielt sie am Hals gepackt und wollte sie ins Gebüsch schleppen. Das brachte mich in große Wut. Ich kenne die Regeln des Katerzweikampfs. Man hat langsam auf den Gegner zuzugehen, wobei man schon von weitem gefährlich zu knurren und zu schimpfen hat. Je näher man kommt, desto lauter knurrt man. Dann steht man einander gegenüber und mustert sich. Den Schwanz eingeklemmt, die Krallen bereit, Auge in Auge, Schnurrbart an Schnurrbart. Dabei schreit man so laut wie möglich. Jo! Dann brüllt man sich gegenseitig an. Und zwischendurch macht man hin und wieder.
bedeutet in der Menschensprache, komm nur her, ich werde dich in Stücke reißen, du elender Kriecher. Aus deinen Ohren mache ich Fransen, dass du den Mäusen zum Gespött wirst, du Kümmerling. Als wir schon eine Weile Gesicht an Gesicht gestanden haben, schrie mich der Dottergelbe an. Also los, du Flaumfeder! Du hast Angst, du Feigling! Los, oder du kannst was erleben, du Jammerlappen! Ich werde dich so zurichten, dass dich zeitlebens keine Katzendame mehr anschaut, du räudiges Viech! Räudiges Viech! Das ist bei uns die allerschwerste Beleidigung, die man sich denken kann. Danach geht es unweigerlich los mit dem Zweikampf. Ohne die geringste Vorbereitung sprang ich den Dottergelben an und verbiss mich in sein linkes Ohr. Er ließ von Kiki ab und brüllte. Ich bring dich um, du Verfehlungsdreher! Er wollte noch etwas hinzufügen, aber ich ließ ihm keine Zeit dazu. Patsch, patsch, verpasste ich ihm von jeder Seite eine Ohrfeige. Dann verbiss ich mich in sein anderes Ohr. Der Dottergelbe schrie auf und versuchte, mich abzuschütteln, aber ich ließ nicht locker. Ich wusste, wenn ich ihm unter die Hinterpfoten geriet, war das mein Ende. Wir rauften fürchterlich. Der Dottergelbe mit großem Gebrüll und ich lautlos. Wer schreit, kann nicht richtig zubeißen. Es war mein erster regelrechter Kampf und es hätte leicht auch mein letzter sein können. Wie lang er gedauert hat, weiß ich nicht. Plötzlich war er zu Ende. Winselnd schleppte sich der Dottergelbe davon. Ein paar Mal blickte er zaghaft zurück, ob ich ihm folgte. Aber ich ließ ihn laufen. Ich schaute mich um. Ringsumher lagen viele dottergelbe Haarbüschel verstreut. Unweit des Kampfplatzes aber glühten zwei rote Augen. So rot leuchten in der Finsternis nur die Augen von Siamkatzen. Es war Kiki. Ich wollte zu ihr laufen. Aber beim ersten Schritt musste ich vor Schmerz laut aufheulen. Meine rechte Hinterpfote war abscheulich zerbissen. Langsam kam Kiki auf mich zu. Sie setzte sich mir gegenüber ins Gras, blickte mich an und schnurrte. Ich muss sagen, sie sah sehr hübsch aus. Nun begannen auch meine anderen Wunden zu schmerzen. An der Kehle lief mir das Blut herab. In diesem Zustand konnte ich unmöglich nach Hause zurückkehren. Ich fing also an, mich in Ordnung zu bringen. Aber das war eine mühsame Sache und schmerzhaft dazu. Au, 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 weh, ich wusste gar nicht, wie rau meine Zunge ist. Kiki blickte mich eine Zeit lang an. Dann rieb sie sich zutraulich an mir und begann mir die Wunden zu lecken, die ich selbst nicht erreichen konnte. Seltsamerweise schmerzte das überhaupt nicht. Dann saßen wir noch lange Zeit beieinander und schauten den großen gelben Vollmond an. Ich sang ein Lied davon, wie ich den Dottergelben besiegt hatte und merkte, dass ich erwachsen war.